Und schon befinden wir uns in Part 29 von Let's Play Thief. Und wir müssen den Kehlkopf wieder beschaffen für den Ektor. Und hier sind Glasscherben. Und wir haben hier einen Hund, sein Herrchen. Darum haben wir uns im letzten Part schon gekümmert. Muss ich natürlich ausgerechnet an diesem Hund hier vorbei. Und ich muss hier hoch, vermute ich mal. Wobei das hier, ehrlich gesagt, in diese Richtung diese Tür zeigt. Ja, da ist eine Tür, durch die ich wohl durch kann. So, liebes Hundilein. Kann ich denn jetzt hier ganz leise sein und du registrierst mich nicht? Ist... Nein, das geht nicht. Ich habe am Ende vom letzten Part ja gesehen, dass ich mit einem Erstickungspfeil, wo ich glaube auch Wasserpfeile müssten bei so kleinen Flammen gehen, die Lichter ausmachen kann. Ja, das geht. Ich weiß aber nicht, ob der Hund sich davon beeindrucken lässt, wenn er kein Licht hat. Oder ob der uns erschnüffelt. Er erschnüffelt uns. Was kann ich gegen Hunde machen? Kann ich ihn mit einem Geräusch ablenken? Naja, gut. Dann muss er eben bellen, der Hund. Wow, jetzt habe ich mein Wurfobjekt geopfert. Für nichts und wieder nichts. Die Tür steht offen, aber hier ist wohl niemand drin. Dann hinein mit uns. Und von wegen. Stank hier ist wieder Diebe und Grabräuber. Verdammte Aasgeier. Allesamt. Trotzdem ist's Arbeit. Ob Aasgeier oder Mistkerl. Das tut weh. Mach ich jetzt? Okay, ich bin im Dunkeln, sie sehen mich nicht. Kann ich das Licht ausschießen? Sag mal, kenne ich dich nicht von... Regenmantel, schwarzer Helm, deine Größe? Hast mich in ein Eintopffass gesteckt. Von der Wache desertiert? Sagen wir, so wie es auf den Straßen zugeht, finde ich die Chancen bei den Aasgeiern besser. In Ordnung. Was mache ich jetzt? Ich muss schlafen. Würdest du bitte schlafen? Draußen erwartet mich der Köter. Kann ich nicht mehr. Na komm, bell schon. Ich will jetzt mal schauen, ob ich die damit ablenken kann. Irgendetwas! Jemand ist in seiner Nähe! Töte ihn nicht so schnell! Wer da auch ist, ich finde dich! Meinst du? Zeig dich! Ich will das Weiße in deinen Augen sehen! Hier wurde jemand abgelegt! Alarm! Töte ihn nicht so schnell! Bleib stehen! Ja. Mist. Ich dachte, sie sehen mich im Dunkeln nicht.
So, meine Lieben. Das war jetzt alles nicht so wie geplant. Aber wenigstens ist der Weg jetzt frei, die Tür mal zu machen. Was da draußen ist, das interessiert ja jetzt niemanden mehr. So. Hoi. Ja, wie schon gesagt, das Mörderphantom werde ich in diesem Spiel nicht mehr werden. Ich werde eher so der Jägertyp. Oder ich bin der Jägertyp. Ich darf mir da keine Illusionen machen. So. Können wir was aufschrauben? Momentchen, also hier in die Richtung müssen wir. Können wir. Hier können wir Licht anmachen, das will ich natürlich nicht. Hört sich so an, als wäre hier jemand. Nimm die Flasche mal mit. Wurfobjekt zu haben ist nie verkehrt. Kann ich hier eigentlich was machen? Ja. Das hier ist mit einer Falle versehen, schon klar. Nö, nö. Das ist sie nicht, das habe ich... Oh, hier kann ich das Licht wahrscheinlich ausmachen, oder? Ja. Okay, hier will ich ja schon mal in die richtige Richtung, aber ich mache mal das hier. Vielleicht kommt man hier geheimer an eine bestimmte neue Karte. An bestimmte Orte, meinte ich. Tolles Bild. Sehr coole Bewegung mit dem Messer. Guter Fund. Die Anmut der Unsicherheit. Auf der Rückseite ist ein kleines, krakeliges, ist in kleinen, krakeligen Buchstaben eine Nachricht geschrieben. Was kann die Schönheit der Welt wachrufen? Regentropfen auf Blumenblättern und helle, sonnendurchflutete Tage. Jeder stirbt für sich allein. Sehr aufmunternd. Okay. Okay. Hier könnte man... Ah, da muss ich auch rein. Okay. Bin ich eigentlich... Joa, ich würde mal sagen... Ich bin hier jetzt mal allein. Denn... Oh, Inventar voll. Ah. So, Inventar wieder voll. Und hier kann man auch aufschrauben. Kann das sein, dass ich da hätte durchkommen können? Hm, möglich. Ist nur so eine Theorie. Ja, doch, tatsächlich. Boah, das hatte ich nicht gesehen. Dann hätte ich mir die Typen hier gespart. Ich habe das den hier gesehen.
die haben von dem Kampf da unten nichts gehört. Ich verstehe. Mal durchspähen. Der schläft hier. Sei still. Höre dich aus dem Tresor. Den Mechaniker rufen. Okay. Okay. Moment, nein. Mach mal die Tür auf. Oh, zu klein. Wir gehen ja nicht wecken. Zum Glück ist das Mondlicht nicht so hell. Ox hat Perrys Notizbuch. Lieferungen anonym. Dieb, Kehlkopf aus Metall. Abgeschlossene Geschäfte. Jack T, 6 Schwerter. Kleine Blutflecken. Cole R, Aalbeißer. 9 Dockschwalben. Hübsch geliefert nach Blackbrook. Robert W. Oder W. Edelsteine, 2 Uhren von Clockwise. Gravierungen entfernt. Enoch O. 5 Wachuniformen, leicht blutig. Sonderausgaben, rote Klingen, Schutzgebühr. Nicht so laut läuten. Hier sind Scherben. Und die Tür wieder zumachen. Ruhe sanft. So, mehr. Und wieder raus. Kurz gespeichert. Sehr schön. Gut, dann gehen wir nach unten und gucken mal zum Tresor. Nachdem wir da jetzt ungehindert hin können. Oh, da funkelt noch was. Habe ich eigentlich diese schon? Ich glaube nicht, oder? Tatsächlich, die habe ich übersehen. Und da ist sogar noch ein Dokument, das ich übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich es gesehen und habe es nur vergessen. So, nochmal. Und nochmal, gut. So, was haben wir hier? Oxford Paris Geschäftsregister. Lieferungen Simon K. Handschuhe. Abgeschlossene Geschäfte Joseph T. 6 Pfeifen, schmutzig. Caleb R. Flaschen, Trinkgläser ohne Sprünge. Renfass, 3 Hundekäfige, gewaschen. Ezra O., Haushaltswerkzeuge, Gemälde, Arlen Northcrest. Sonderausgabenspenden an die Wache des Barons Bergfried Sanierungsfonds. Also er zahlt praktisch an jeden, Hauptsache er hat seine Ruhe. Kann man verstehen. So, ich schaue erstmal durch. Das ist wohl... der begehrte Tresor und da sind ein paar unanständige Bilder. Und? Oh, oh, der ist schwer. Jetzt aber. Und hinein. So. Oxford Tresorraum, Inventar voll. Okay. Das ist zwar... Kann ich denn hier nichts machen, oder? Nee, geht nicht. Kann das sein, dass das da unten... Hey! Entschuldigung. Hätte nicht gedacht, dass du aufgewacht bist. Oder ist das da unten? Die Fallentschärfung für da oben. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Oder sind das zwei Fallen? Oh, dich habe ich voll übersehen. Knapp. So, jetzt habe ich zumindest mal. Okay. Für Ruhe gesorgt. Und für eine fallenlose Geschichte. Weil jetzt können wir da unten zum einen mal den hier aufmachen. Und Geldbörse, jawohl. Das war's? Okay. Dann begeben wir uns mal wieder in Richtung unseres Ziels. Welches jetzt auch entschärft sein müsste, genau. Ich hoffe, den kann ich jetzt einfach knacken. Wenn ich's kann. Da unten ist was. Was ist denn das Widerliches, was da so zittert? Das ist also der Kehlkopf. Perry hätte ihn verkaufen sollen, als er noch konnte. Genau. Der Kehlkopf, Kundenbeute. Durch dieses Gerät kann der Automat zuvor aufgenommene Nachrichten sagen. Hunderte davon wurden bereits eingegeben, sodass einfache Gespräche möglich sind. Ah. Entkomme aus der Pfandleihe. Das klingt allerdings, als wäre das gar nicht so einfach. Die oder ging dir davon aus, dass ich hier irgendjemanden quasi unberührt gelassen habe? Hallo? So. Da unten ist auch noch was. Mann. Wie, habe ich diesen Mond hier übersehen gehabt oder was? Und wie muss ich jetzt hier... Okay, hier komme ich nicht rauf. Komme ich dadurch vielleicht? Ja, du Hund, du. So, das sieht aber mal gut aus. Jawohl, einfach durch die Tür gehen. Sehr schön. Auftrag erledigt. Bleibe unentdeckt gescheitert. Tja, nutze einmal die Umgebung. Erledigt. Führe 3 Kopfschüsse an Bedrohungen aus. Oh, der arme Hund, fällt mir gerade ein. Stiehl alle Beuteobjekte, 75%. Fortfahren. Jetzt können wir quasi zu Ektor zurückkehren und Vollzug melden. Wahrscheinlich fehlt ihm noch irgendein Teil für seinen mechanischen Mann. So. Nee, wo sind wir denn? Ziele, da waren wir. Begib die Snorrelmänner, begib die Zerbank. Bring den Kehlkopf zu Ektor. Da ist die Bank. Na, das werden wir ja
Wahrscheinlich das gleiche. Das Haus des Sammlers, das müssen wir für diesen Vittori machen. Oder Vittorio, oder wie er heißt. Oder soll ich mal zu dem kurz gehen? Momentchen mal. Ne, wir bringen das jetzt mal zum Ektor zurück. Dann müssen wir natürlich wieder durch die ganze Stadt krauchen. Hallo Karte. Ach, ich bin wieder drauf reingefallen. Ich muss ja Y drücken, um es zu verfolgen. So, und jetzt bekomme ich angezeigt, wo ich lang muss. Da war ich wohl auch noch nicht. Oh, 30 goldene Stücke. Ehrenabzeichen der Wache. So, so. Ja, aber weiter kommen wir hier nicht. Aber in die Richtung müssen wir. Da. Oh, jetzt sind sie alle wieder wach. Wie ungünstig für mich. Ja gut. Da muss ich jetzt den richtigen Zeitpunkt abpassen, um da die Treppen hochzukommen, würde ich mal meinen. Ich brauche eine Pause. So, jawohl. Das hätten wir geschafft. Gut. Hast du es ausgekundschaftet, das Haus der Stadtratswache? Ja, hab ich. Streng bewacht, wie vermutet. Und die Büste des Barons? Reines Gold. Ein Vermögen wert. Sogar mit der Visage von Northcrest. Leider war die Büste nachts mit diesem speziellen Sicherheitsmechanismus eingesperrt. So, ich bin mir zwar nicht sicher, nee, ich lasse dich da. Da muss ich lang. Gut. Und hindurch. Ja, Leute, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt wieder zurück zum Ektor und sollte hier nichts... nichts Spektakuläres passieren, mache ich das offscreen, um euch das zu ersparen. Und dann sehen wir uns entweder bei einem etwas Spektakulärem wieder im nächsten Part oder gleich beim Ektor vor der Tür. Bis dahin. Ciao.